Ein schwerer Autounfall mit Toten und Verletzten auf der Autobahn. Ein Mensch springt aus Verzweiflung vor einem fahrenden Zug oder ein Mensch ist einsam, weil er niemanden mehr zum Reden hat. Das sind drei von vielen Szenarien, bei denen Seelsorger zum Einsatz kommen. Viele von ihnen tun dies ehrenamtlich. Sie leisten Erste Hilfe für die Seele. Deshalb dreht sich bei dem diesjährigen digitalen Ehrenamtstag alles um die Notfallseelsorge. Ja, mein Name ist Andreas Vorrit. Ich bin seit ca. 10 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr in Buchau und bin aktive Einsatzkraft. Und nebenbei zu dieser ehrenamtlichen Aufgabe habe ich mir sozusagen auf das Tableau geschrieben, dementsprechend Peer-Aufgaben wahrzunehmen für Einsatzkräfte nach belasteten Einsätzen. Also ein Peer ist ein Kamerad von der Feuerwehr, je nachdem welche Organisation das ist. Hier in unserem Fall ist es die Feuerwehr, ist ein ausgebildeter Ersthelfer in psychosozialen Fragen, steht praktisch den Einsatzkräften nach belastenden Einsätzen zur Verfügung und führt dann eben nach Bedarf und nach Anforderung entsprechend mit den Einsatzkräften persönliche Gespräche. Ja, das ist wie überall, man kriegt einfach eine Information durch die Leitstelle, Hilfeeinsatz für Peers. Da geht es dann darum, dass wir Rahmenbedingungen bekommen, die also praktisch im Einsatzgeschehen da waren. Das kann zum Beispiel schwerer VKU mit Todesfall sein oder entsprechend auch Bergung nach Suizid und so weiter und so fort. Das sind so die Bereiche. Massenunfall von Verletzten, sowas in der Art, wo also Einsatzkräfte doch im Nachhinein dann an ihre Grenzen kommen und merken, hier ist irgendwas mit mir. Das wird sich aber dann oder stellt sich dann immer erst heraus, wenn man dann dort vor Ort ist. Also bei uns ist es ja so, da wir ja selber Einsatzkräfte sind, sind wir ja bekannt. Das bedeutet, wir sind nicht in der Anonymität. Unsere Möglichkeit ist, dass man dadurch schneller an die Kameraden rankommt, dass sie sich öffnen, weil man bekannt ist. Das Entscheidende ist dabei, dass wir also die Möglichkeit haben, in kurzer, mittel- und langfristiger Art und Weise zu helfen. Und dementsprechend bricht das Eis. Also es ist natürlich auch eine gewisse Empathiefrage. Also man kann auch nicht mit jedem, das stellt sich dann auch raus. Wir als Team fahren meistens zu zweit, wie es bei der Feuerwehr immer so der Fall ist, truppweise raus. Der eine fährt, der andere übernimmt und somit sind wir im Gespräch dementsprechend auch Multiplikatoren, dass wir uns gegenseitig sozusagen auch Blicke zuwerfen, wenn irgendwas ist, dass man das dann auch dementsprechend koordinieren kann. Ja, wir als Peer sind ja dann in dem Fall nicht direkt im Einsatz. Das heißt, das eigentliche Einsatzgeschehen kriegen wir ja nicht mit. Wir selber werden ja nach dem Einsatz der Einsatzkräfte gerufen und werden dann sozusagen uns verabreden, meistens an der Gerätehaus der entsprechenden Einsatzkräfte. Und somit haben wir einen gewissen Abstand, Distanz zu den eigentlichen Einsätzen. Von daher ist dieser Umgang mit dem Erlebten der Einsatzkräfte doch relativ einfach, so möchte ich es mal sagen. Anders sieht es natürlich aus mit dem, was man dann so hört. Und dann durch dieses aufgebaute Vertrauen und durch das Bekanntsein als Person solches fallen dann schon mal Emotionalitäten ein und aus. Und wir sagen also in unseren Gesprächen dann immer, alles, was dementsprechend raus und erzählt wird, bleibt natürlich in einem geschützten Raum. Und somit können wir als Peers sozusagen doch mit den Einsätzen, die uns betrifft, relativ gut umgehen. Also es gibt schon einen Fall, wo ich einfach sage, wenn dann, das war vor der Zeit in der Feuerwehr selber, es gibt auch Einsätze in der Feuerwehr, wo ich also sage, wenn sich ein junger Mann suizidiert, indem er sich das Leben nimmt und dann die Einsatzkräfte dementsprechend sich in dem Alter befinden, in dem sie den Suizidierten auffinden, das ist dann schon ein Punkt, wo dann also auch
meinerseits auch ein bisschen sagt, das hätte alles nicht sein müssen. Und ja, da bleibt schon ein bisschen was nach. Aber von der anderen Seite her ist es so, wir machen Teambesprechungen in unserem Peer-Team. Das findet alle Vierteljahre statt, wo wir uns zusammensetzen und dann diese Dinge einfach auch in unserem Kreis dementsprechend besprechen und auswerten. Hier ist, kann eigentlich jede Kameradin und jeder Kamerad der Feuerwehr werden. Wichtig ist, dass er Mitglied in der Feuerwehr ist, da es ja wirklich nur um die Organisation der Feuerwehr geht. Also geht es nicht um die Sanität oder um THW, die haben ja ihre eigenen, zumindest das THW, davon weiß ich. Das ist das eine. Man sollte also dementsprechend auch entsprechend langfristige Einsatzerfahrung haben. Man sollte Einfühlvermögen haben. Man sollte sich für diese psychosoziale Arbeit interessieren. Man sollte zugänglich sein. Man sollte auch dementsprechend Verschwiegenheit mit reinbringen. Und das sind so, sage ich mal, die Grundsätze, die ich als Mensch, Feuerwehrkamerad, dort für die Aufgaben mit reinbringen kann. Also die Ausbildung selber, die haben wir in unserem Bereich in drei Ausbildungsbereiche geteilt. Das erste ist die Ausbildung als Peer. Ausbildung möchte ich in dem Fall erstmal in Anführungszeichen setzen. Das ist so ein Schnupperkurs, der findet dann in der IBK in Heuritz-Berge statt. Der läuft 3 Tage, sodass die, die sich an uns wenden und sagen, wir möchten eure Aufgaben aktiv mit unterstützen, dort erstmal sozusagen einen Schnupperkurs kriegen. Dort werden dann grundlegende Dinge beigebracht, wo also jeder für sich dann nochmal gucken kann, ist das was für mich? Der zweite Teil, der ist dann dementsprechend etwas intensiver. Der wird uns angeboten durch die Notfallseelsorge in Halle. Da ist ein Kriseninterventionslehrgang und Notfallseelsorge, Notfallbegleitungslehrgang für Betroffene. Das ist sozusagen nochmal eine externe Außenschiene, die wir gerne wahrnehmen, weil wir für uns gesagt haben, dass diese Ausbildung sehr hochrangig ist, insoweit, dass wir dort ja gerade das Handwerk lernen, was wir auch bei Feuerwehrkräften dementsprechend erleben, diese Hilflosigkeit in einem Einsatz was gemacht zu haben, was vielleicht dazu geführt hat, im Nachhinein sich Fragen zu stellen, warum hat das nicht geklappt, damit wir sozusagen das Handwerk in die Hand gelegt bekommen, sowas auszuhalten, sowas aufzunehmen und dementsprechend auch dem zu reagieren.